Zack. Moinsen. Freestyle Vlog Nummer 10. FPV Freestyle Vlog Nummer 10. Ich erinnere mich da irgendwann auch noch dran, wie ich das sagen will. Ich weiß noch nicht, was wir in diesem Video fliegen werden. Ich weiß auch noch nicht, ob das diesen Tag heute, wo ich das hier aufnehme, funktioniert, weil das Wetter, egal. Was ich gemacht habe, ist einmal hier mein 4 Zoll Apex. Den habe ich auf Betaflight 4.3 geflasht und dementsprechend auch den 4-in-1 ESC auf BlueJay, weil das ein BL Heli S war und ja, da hat man kein bidirektionales D-Shot. Oh Gott. Also, läuft einmal frei. Hat jetzt auch eine tolle Startmelodie und sowas, das sehen wir dann. Also entweder fliegen wir den, da habe ich die Go-To drin, Insta. Go-To-Kamera. Aber ich habe auch jetzt hier die beiden Ersatzmotoren bekommen. Ich habe die beiden alten ausgebaut. Ich muss doch beide tauschen. Also es reicht nicht einzutauschen. Die sind beide, haben den Stator leicht verbogen. Der eine mehr, der andere weniger, aber beide verbogen. Also Müll. Hier haben wir das gute Stück. Da musste ich den Propeller mit dem Dremel runterflexen. Oh, hoppala. Moment. So, da ist er wieder. Ich drucke Shirts für den Kunden und das ist natürlich geht vor. Deshalb habe ich gedacht, ich habe zwischendurch immer Zeit, nehme ich das schon mal auf. Also den musste ich mit dem Dremel runterflexen. Der war komplett fest am Start, also totaler Schrott. Das kann auf jeden Fall in den Müll. So, und jetzt würde ich sagen, schrauben wir mal diese Motoren hier schon mal rauf. Danach können wir die Kabel auf Länge bringen und dann irgendwann anlöten und dann sehen wir mal weiter. Ne? Also wir können hier mal eben ein, können wir hier mal eben auspacken hier. Zack. Das sind die, halt logischerweise, da sind neue Schrauben. Ich werde aber die alten benutzen. Da habe ich hier noch welche auf Lager. Da ist sogar schön neue Propellerschraube bei, aber die gehen auch noch. Die habe ich hier auch irgendwo liegen. So sieht das Ganze aus. Das ist der Motor. Das sind T-Motor Pacer. Oh Gott. Ja, finden wir gleich auch noch. 23,5er V2 mit 1950 kV. Das sind die, die hier drauf sind und deshalb kommt der da auch wieder rauf. Nee, boah. Also ich werde die Motoren jetzt hier da draufschrauben. Im Anschluss werden wir die Kabel auf die richtige Länge bringen. Kann man da was sehen? Auf die richtige Länge bringen, dann löte ich die an, dann stelle ich die Motordrehrichtung rein und dann wollen wir mal gucken, ob der noch funktioniert. Das andere Problem, was hier ja noch war, ist, dass die Linse einen weggekriegt hat. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die sieht so ein bisschen schrabbelig aus. Ich hoffe, dass das Bild noch gut ist. Das habe ich nämlich noch nicht kontrolliert. Hauptsache aber erstmal, der fliegt wieder, ne? Ich habe jetzt die Motoren, die 8 Schrauben alle angedreht. Zwei Motoren. Ich habe dementsprechend aber auch hinten noch alle anderen Schrauben mit nachgezogen. Da waren doch auch ein paar lose. Das ist soweit fertig. Und jetzt wollen wir mal die Kabel hier ablängen. Und zwar werde ich sie, man kann nur einmal abschneiden, ne? Ich werde sie da abschneiden, hinter der Lötstelle und dann abisolieren und dann verzinnen und so weiter. So, wenn ich die jetzt zu kurz schneide, ist scheiße. Zu lang, viel zu lang lassen ist aber auch scheiße. Also alles scheiße. So, aber da ist es, denke ich, okay. So, ein bisschen Luft lassen, damit ich auch noch arbeiten kann. So, jetzt sind sie ab. Jetzt zu spät. Ich habe mir die alten Motoren hier in die Schachteln von den neuen reingepackt. Da sind die Schrauben drin. Da mache ich die Restkabel. Wer weiß, wann man mal wieder solche Motorkabel braucht. Wer weiß, ob man noch mal an dem Motor rumfummelt. Wir werden sehen. So, jetzt kommt hier dasselbe bei den Motorkabeln hier, bei dem Motor. Dann werde ich die ganzen Dinger abisolieren. Jetzt ist wieder ein Shirt fertig. Moment. Wo war ich stehen geblieben? Also abschneiden, abisolieren, dann die Enden verzinnen und dann auflöten und dann sehen wir uns mit dem heißen Lötkolben gleich wieder, ne? So machen wir das. So, dann wollen wir das mal hier verzinnen. Ich habe hier meine Lötstation hier hingestellt. Gott sei Dank noch altes Lötzinn mit Blei. Geht schöner. Und eine kleine Pinzette, um nachher die Motorkabel darauf drücken zu können, um die raufzulöten. Ja, so, jetzt muss ich noch 3, 4 Kabel verzinnen und dann geht's weiter. So, Taskaff geholt, alles drauf gelötet. Also die sind jetzt hier wieder auf den Platinen drauf. Der und der.
Als nächstes, ach so, ganz kurz noch, wir hatten das gerade in unserer Chatgruppe hier. Das Zeug ist super zum Lötspitze sauber machen, kann ich nur empfehlen. Besser als ein Schwamm. Weil beim Schwamm mit Wasser kühlt es natürlich immer den Lötkolben ab. Ne? So, egal. Also, das drauf gelötet. Jetzt werden wir gleich mal einen Akku anklemmen, Betaflight anklemmen und die Drehrichtung der Motoren überprüfen. Ich habe leider nicht mehr diese schönen Schrumpfschläuche hier rumliegen, deshalb werde ich da nachher Elektriker-Tape drum machen und dann ist das auch schön. Vielleicht noch ein Kabelbinder, dass es auch nicht fest ist. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. So, also ein Lipo dran, kleinen 4S-Inverse, 2S-6S-Konfiguration, ist egal. USB-Kabel dran, Betaflight starten. Jetzt verbinden wir hier einmal Betaflight, gehen auf den Motorentab. So, und der rechts oben, das ist Motor Nummer 2 in der Konfiguration. Der muss in diesem Fall rechts umdrehen. So, jetzt können wir das hier testen. Ich weiß, man sieht das nicht so gut. Nächstes Mal, wenn euch das interessiert, mache ich das gerne nochmal als Bildschirmaufnahme. Jetzt kann ich den Motor hochfahren, ganz vorsichtig, und gucken, ob der rechts umdreht. Das tut er. Machen wir wieder aus. So, welcher ist noch neu? Der hier, das ist Nummer 3. Und der muss auch rechts umdrehen, gegenüberliegend. Wir müssen gleich drehen, also Motor Nummer 3 hochfahren. Der läuft auch rechts um. Also alles richtig. Sehr schön. So, Tape habe ich gefunden. Arme umwickelt. Funktion vor Schönheit, ne? Aber mein innerlicher Monk hat es nicht zugelassen, die anderen Arme nicht einzuwickeln. Also es soll wenigstens gleich aussehen. Das tut es jetzt. Also, neuer Satz Propeller kommt da jetzt rauf und dann sollte der theoretisch wieder laufen. Schauen wir mal. Ha! Was jetzt? Wer piept hier? Welcome to Mambo. Also, Apex gerade repariert. Das habt ihr ja gesehen. Die Linse scheint okay zu sein. So wie ich das hier im Bild sehe. Ich bin gespannt, was passiert. Da habe ich mich vergriffen an der Funke. Ach ja, so. Ich habe jetzt auch gleich auch noch ein anderes Preset draufgepackt. Mit anderen Rates und alles anders. Ja, der geht ganz anders, ne? Ganz anders als der T-Motor gestern. Mir drückt schon wieder die Nase zu. Muss man hier. Ach Gott. Aber wie gesagt, wir wollen. Ne? Ich will jetzt einfach nur sehen, ob der anständig fliegt. Aber das tut er. Also erwartet jetzt keine großen Sachen. Ich habe mir überlegt, den 4 Zoll, den ich euch vorhin im Video gezeigt habe, also für mich ja heute Vormittag, als ich hier die Motoren eingebaut habe und die Shirts gedruckt und so, den können wir eigentlich im nächsten Video fliegen und dann nochmal ein bisschen mehr Action machen wieder. Dann trauen wir wieder ein bisschen mehr. Vielleicht. Ach, ich denke schon. Aber den probieren wir dann aus. Der ist ja jetzt auch auf 4.3. Bin ich auch sehr gespannt, wie der jetzt sich handeln lässt. So, das ist der Baum, in den ich reingerastet bin letztes Mal mit diesem Kopter. Von hier rückwärts da lang. Ja. So ist das gewesen. Wollte ich nur so einen tollen Powerloop liegen. Aber das mache ich nächstes Mal nicht mit diesem, glaube ich. Wobei der fliegt sich einfach sahnemäßig, ey. Fliegt sich einfach auch viel geiler als die anderen. Ach, was soll's, ich mache das nächste Mal doch nicht mit diesem, glaube ich. Aber als erstes, wie gesagt, als nächstes ist der 4 Zoll dran. Wollen wir da nochmal rein? Oh, hier steht ein neuer Wagen. Das ist jetzt fast die Tour vom letzten Video. Aber auch nur fast. Die biegen wir ab.
der Krieg. Der ist wieder astrein. Also das hat sich gelohnt, da doch die Motoren, die drauf waren, wieder zu kaufen und jetzt nicht irgendeinen anderen Scheiß. Da bin ich auch sehr zufrieden. Ja, und das ist ja hier FPV Freestyle Vlog für mich zum Üben. Ich will euch zeigen, was ich übe und ob das was bringt, also ob ich besser wäre mit der Zeit. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, der übt ja gar nicht. Der dreht ja nur sinnlos rum. Stimmt vielleicht auch ein bisschen. Andererseits ist es aber schon so, dass man, wie sagt man auf Neudeutsch, Sticktime ist nur durch mehr Sticktime zu ersetzen, so ähnlich wie mit Hubraum. Also sprich, viel fliegen und umso sicherer wirst du dabei. Und das merke ich schon. Also ich mache jetzt nicht die Riesenfortschritte, aber es läuft schon anders als zu Anfang, finde ich. Also ich fühle mich schon auf jeden Fall sicherer dabei. Aber jetzt sind wir bei 3,5 Volt. Jetzt ist Schluss. Das ging jetzt aber schon sehr schnell hier, der Akku leer, verdammt, ey. Also gefühlt zumindest. Schade. Macht gerade richtig Spaß. Aber ich freue mich auf den nächsten Flug mit diesem Copter. Das ist einfach nur endgeil. Apex. Macht Spaß. Ach, geil. Bin sehr froh. Ich bin sehr froh, dass der wieder läuft. Also. Bis zum nächsten Mal.